Stell dir vor, du hast ein Zelt und das heißt Alaska 3, Punkt. Und die, nach dem Punkt steht 2,35. Und du denkst dir, was heißt das? Mir ist es zumindest so gegangen, als ich das erste Mal von diesem Tatonka-Zelt hier gelesen habe. Aber die Antwort ist, das ist das Zelt für große Menschen. Und wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Es ist mir wieder eine Freude, ein Tatonka-Zelt vorzustellen. Und zwar das Alaska 3. Das bedeutet, Alaska ist ja der Name, 3 für 3 Personen. Und dann kommt eben der Punkt mit 2,35. Und was das genau bedeutet, das schauen wir uns gleich an. Aber dieses Zelt hier bringt viel Komfort mit. Du hast 3 Eingänge. Du kannst sehr gut lüften, du hast ein richtig schönes Raumangebot und eine großartige Apside. Wenn du sagst, Apside, was ist das? Ein Vorzelt, in dem man arbeiten kann, wenn das Wetter einmal nicht so gut ist. Aber weißt du was? Schauen wir mal rein. Am besten ist, wir fangen mit dem ersten Eingang oder zweiten Eingang oder dritten Eingang. Es ist vollkommen egal, mit einem Eingang an. Und zwar, das ist hier der Teil für die Apside. Was das bedeutet, werden wir gleich sehen. Naja, und hier ist nämlich diese Apside, das Vorzelt. Hier kann man dann komfortabel arbeiten, ist auch gleichzeitig ein Wetterschutz und natürlich auch ein Sonnenschutz. Und weißt was? Ich mache es hier mal zu. Ja, und ich komme beim zweiten Eingang wieder raus. Ganz simpel. Und zwar, das ist der zweite Eingang. Ich werfe das jetzt einmal hier so rauf, wobei man das auch schön verarbeiten kann. Was mir bei dem zweiten Eingang extrem gut gefällt, ist, dass es auch hier ein Fliegennetz gibt. Ich mag Stechmücken überhaupt nicht, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Und daher finde ich das auf jeden Fall eine klasse Geschichte. Aber weißt du was? Komm jetzt mal rein. Ja, also das ist jetzt hier diese Apside, dieses Vorzelt. Hier war der eine beim Intro, der Eingang. Den kann man komplett verschließen, was sehr, sehr praktisch ist. Ja. Dann hier auf der Seite, ja, da ist so eine Netztasche, ja, auch sehr praktisch. Stellen wir jetzt vor, den Gaskocher hier auf dieser Stelle und ja, irgendwas Schönes, Gutes kochen. Ich bin nämlich schon hungrig, aber ist ein anderes Thema. Und hier kannst du Besteck zum Beispiel reingeben oder die nassen Socken oder sonst irgendetwas. Also das ist alles sehr, sehr gut gemacht. Ja, also die Apside ist sehr komfortabel, wirklich sehr komfortabel. Extrem viel Platz und auch nach oben hin einiges am Platz. Übrigens, da oben ist auch ein Netz. Das heißt, auch hier kannst du zum Beispiel Kleidung mit einlegen, nasses T-Shirt, Unterhose oder ähnliches. Aber wir wollen nicht in die Details gehen. Und hier ist jetzt dieser Ausgang, den ich da gerade vorher gezeigt habe. Auch hier kann man das Insektennetz rauslassen, damit hier mehr an Luft mit dazu reinkommt. Ich finde, das ist sehr, sehr gut gemacht. Gut, und dann haben wir jetzt hier den sehr, sehr komfortablen, total genialen Schlafbereich. Und der ist einerseits für 3 Personen ausgelegt, weil es ist ja das Alaska 3. Und auch für große Menschen, weil hinter dem Alaska 3 kommt ja der Punkt. Und dort steht 2,35 und das heißt, dass auch Männer oder Frauen über 1,90 genügend Beinfreiheit haben. Also wenn es um Komfort geht, Beinfreiheit und Platz, dann kann ich da eins sagen, dieses Zelt hat das alles. Du kannst jetzt hier noch einmal öffnen, ja, das werden wir dann nachher auch noch gemeinsam machen. Einerseits zum Durchlüften, ja, weil jetzt stell dir vor, du machst diesen Bereich auf und das, den Seitenteil und auch noch hier hinten. Man zieht es hier richtig schön durch bei heißer Umgebung. Aber auf der anderen Seite, du hast hier oben wirklich extrem, schau dir das an, ich kann mein Bein ausstrecken nach oben und auch nach unten. Ja, ja, durch diese 2,35 Meter extreme Beinfreiheit, also das ist auch für große Menschen ideal und wirklich eine sehr, sehr gute Lösung. Und auch beim Aufsetzen, und das ist ja nämlich auch dann der Punkt dabei, wenn du nicht so ein kleiner Pimpf bist wie ich mit meinen 1,83, sondern so richtig 2 Meter, dann ist ja auch beim Aufsetzen irgendwo dann da aus. Und daher ist auch dieser zweite Bereich deutlich höher. Das Zelt ist also richtig komfortabel gemacht. Da an der Stelle sind dann noch Netztaschen angebracht auf beiden Seiten. Also auch hier kann man Ausrüstungsgegenstände anbringen. Hier oben ist eine Wäscheleine vorgesehen und so kleine
Du kannst jetzt hier zum Beispiel, das sind so kleine Laschen, kannst du jetzt noch einmal deine eigene Leine anbringen oder ja, zum Beispiel eine Campinglampe. Gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, jetzt wollen wir noch es ein bisschen diskreter haben. Also ich bin ja der Meinung, dass man auch in dieser Abside hier schlafen kann. Man hat halt dann keinen Boden ja, dabei. Das ist ganz einfach so. Bei ja, normaler Witterung, wenn es nicht zu kalt ist und auch nicht der Boden kalt ist, dann ist das kein Problem. Kann man auch mit der Rollmatte oder mit einer anderen Isomatte hier liegen. Da wäre noch genügend Platz. Aber was ist, wenn man sich etwas mehr Privatsphäre wünscht? Ne? Ja, dann kannst du hier, und das finde ich bei Tatanka einfach gut, das ist ja Qualitätshersteller. Und das muss man ganz einfach einmal so sagen, dass nichts bei einem Zip klemmt, dass man das gut bedienen kann. Und es gibt nichts Schlimmeres, als du musst schnell raus und der Zip klemmt. Das ist auch beim Schlafsack fürchterlich. Und daher mag ich Tatanka sehr, sehr, sehr gerne, weil sie für einen guten Preis sehr, sehr gute Qualität liefern. Und das gefällt mir sehr gut. Schau mal her, und hier jetzt, da hast du ein Fliegennetz dazu, das heißt, du kannst hier aufmachen und trotz alledem noch Luftzug haben. Ich finde, das ist ein richtig schönes Eindundeln, das hier möglich ist. Seitennetze, Taschen, damit man auch da noch Ausrüstung anbringen kann, wie die Taschenlampe zum Beispiel, das habe ich immer sehr, sehr gern, dass die an einem speziellen Punkt ist. Ja, finde ich wie immer schön gemacht. Ja, und hier jetzt der dritte Ausgang, der letzte Ausgang, den habe ich jetzt von außen schon aufgemacht. Und jetzt kannst du schon her, hier auch noch, wenn es einmal in der Nacht schnell gehen muss, rausgehen. Oder wenn du das Zelt wirklich komplett durchlüften lassen willst, hast du auch hier noch einmal ja, einen Notausgang. Und schauen wir es uns noch einmal mit den Eingängen an. Hier ist dieser seitliche Eingang, ja, der eigentlich der Haupteingang ist. Das muss man einfach einmal so sagen. Und das ist sehr komfortabel, denn du hast auf der anderen Seite hier diesen zweiten Eingang, den du aufmachen kannst. Hier kommst du rein in die Abside, in das Vorzelt und du kannst hier noch einmal durchlüften, hast dann noch einmal ein bisschen mehr Platz. Das ist zum Beispiel, wenn man mit Kindern unterwegs ist, sicher praktisch. Noch einmal einen extra Sonnenschutz. Ist sehr, 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 sehr schön. Dann hier, ja, da ist irgendwie nichts. Ja, da ist einfach nur Zelt. Naja, gut, so ist das halt. Und da ist dieser, ich habe ihn vorher Notausgang genannt, um durchlüften zu können oder wenn es in der Nacht beim Austreten wirklich einmal schnell gehen muss. Ja, das war's jetzt wieder. Ich hoffe, du hast jetzt einen Einblick und hast auch verstanden, was dieses komische Punkt 235 bedeutet, nämlich, dass er Zelt für große Menschen ist. Ja, magst du mal einen Kommentar schreiben. Was hältst du davon? Hast du selbst Tatanka-Zelte im Einsatz oder vielleicht sogar genau dieses Alaska 3? Das würde mich irrsinnig interessieren. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Und wie immer, es ist die billigste Eigenwerbung, die man überhaupt machen kann. Denn du findest den Link zu den Produkten natürlich in meinem Shop, wenn du das magst. Ja, ich sage danke fürs Dabeisein. Schöne Grüße hier aus dem waldurlaub.at, nämlich hier von unserer Wildlandfarm. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann, bis bald und ciao, ciao.